So, wir sind also heute bei dem Nationalfeiertag hier zusammengekommen. Wahrscheinlich, weil das die beste Gelegenheit war, weil wir mehrere Feiertage zusammenkommen und die Zwischentage, die Fenstertage also da leichter zu überbrücken sind. Und es ist ja ein Feiertag, dass also der 26.10. nur 6. Und ein Feiertag, wo Österreich Freiheit bekommen hat. Also Freiheit zum Selbstregieren, sich selbst zu regieren. Und wir hier, was machen wir hier? Wir suchen eigentlich auch Freiheit. Wir suchen eigentlich auch Freiheit zur Selbstbestimmung und selbst regieren zu können. Ist gar nicht so viel anderes. Und eigentlich tun wir hier das Beste für das österreichische Land, denn wir helfen hier mit, also ja, Freiheit zu bekommen. Und was wir hier an Freiheit bekommen, das geben wir ja auch irgendwie weiter. Das ist ja, die wir bei uns entwickeln und wir geben es ja in unserer Umgebung weiter, mit unseren Partnern, unseren Menschen, mit denen wir zusammenkommen. Das ist doch ganz selbstverständlich, dass es seine Wellen sozusagen ausbreitet. Wie versuchen wir denn zur Freiheit zu kommen? Ich denke, wir versuchen alle, etwas Echtes zu finden. Dafür sind wir ja wohl hergekommen. Dass wir das, was wir vielleicht als unecht ansehen oder empfinden, dass wir das ausschließen können oder ablegen und was echt ist, dem uns zuwenden. Es gibt Dhammapada-Verse, die Dhammapada-Verse sind so Vierzeiler, die eigentlich ganze Lehrreden vom Buddha zusammenfassen, auf ganz kurz. Und da gibt es mehrere, die sich mit dem Echten befassen. Und ich habe mir das mal auch da rausgesucht. Und es gibt verschiedene Übersetzungen natürlich, aber die ist von Kurt Schmidt. Wer Unechtes für unecht Echtes hält, der kommt zum Echten nie. Sein Sinn ist falsch gestellt. Und dann kommt immer die Umkehrung. Wer echt als echt erkennt und unecht unecht findet, gelangt zum Echten hin, denn er ist recht gesinnt. Ganz einfach. Aber natürlich ist die Frage, was ist unecht und was ist echt? Darum geht es uns ja. Und das wollen wir ja dann auch gerne herausfinden. Und wenn wir im Leben sehen, wie viel da uns Unechtes geboten wird, ob das jetzt im Fernsehen ist, natürlich gibt es Tatsachen, aber es wird uns so viel vorgespielt, dass man in den Filmen oder so, dass es das und jenes gibt und dann gibt es die Schönheit in den von Schauspielerinnen. Wenn man dann mal in die Masken geguckt hat, die Maske heißt, wo sie hergerichtet werden, da sieht man, wie viel darauf getan wird, damit jemand schön aussieht. Ich war auch mal beim Fernsehen, so 5 Minuten immer mal und da hieß es immer erst zur Maske, habe ich gern getan. Ich sah nämlich 10 Jahre jünger aus dann. Und fand ich ja wunderbar, nicht? Wenn man 10 Jahre jünger so schnell mal aussehen kann, eine Viertelstunde Maske und dann war man toll. Nicht? Aber es ist natürlich eine Täuschung. Es ist nicht echt. Nicht? Und wir lassen uns gerne täuschen. Ich glaube, wir wollen ja gerne getäuscht werden. Was Schönes zu sehen, macht ja Freude. Und man denkt vielleicht doch auch irgendwie, ja, wenn man die und die Salben nimmt, die dann angeboten werden, könnte es ja nochmal klappen. Aber ich kann euch sagen, auf Dauer auf jeden Fall nicht. Es kann vielleicht mal kurzzeitig gehen. Ne? Aber es sind auch nicht nur diese Dinge. Es ist die Schönheit. Es ist aber auch, dass vieles so gesehen wird, immer nur ein Teil von einer Sache. Auch Reporter sehen immer nur eine Sache, die sie eigentlich sehen wollen. Sie sind darauf aus, das und das zu zeigen. Und das heben sie dann hervor. Das andere
wird gar nicht beachtet. Also wir sehen immer nur einen Teil. Ganz echt ist es nicht. Es ist ganz schwierig, dass man dann wirklich ein komplettes Bild bekommt von etwas. Wir bekommen immer nur Teile und die sind immer praktisch vorprogrammiert in die und die Richtung oder politisch beeinflusst. Das kennen wir ja. Also das Echte ist nicht leicht herauszufinden. Ich denke, dass Echtheit auch viel mit Vertrauen zu tun hat. Vertrauen zu etwas, man könnte ja meinen, dass das kann man ja reinfliegen, wenn man zu etwas Unechtem Vertrauen hat. Aber Vertrauen, etwas auf etwas zuzugehen und sich erstmal genau anzuschauen, etwas dem näher zu kommen und dann erkennen, ob es wirklich echt ist oder unecht ist, ob ich meine, dem kann ich mich anvertrauen. Und wenn wir hierher kommen, ist es ja erstmal immer mit Vertrauen verbunden. Wir kommen jetzt zu einem Ort, wo wir vertrauen, dass es hier Ruhe gibt. Wahrscheinlich kommen wir, die meisten von euch sicher, um erstmal Ruhe zu bekommen. Wir kommen aus der Arbeit, wir kommen aus dem Stress und so weiter. Wir wollen erstmal überhaupt mal Ruhe. Wir wollen gar nichts weiter als Ruhe. Und da meint man, da ist ein Ort, da bekomme ich Ruhe. Und dann seid ihr eben auch gekommen zu meditieren, weil ihr glaubt, meditieren gibt mir Ruhe. Obwohl man ja oftmals merkt, wenn man sich so hinsetzt und glaubt, jetzt hätte man mal Ruhe oder fände Ruhe, ist genau das Gegenteil dran. Da läuft das Radl erstmal richtig rum. Also so schnell geht das nicht mit der Ruhe. Aber trotzdem ist was dran. Man merkt, letztendlich ist es doch richtig zu sitzen. Auch wenn da oben sich da abspielt und im Kreis rumläuft, meine Gedanken und Vorstellungen und was ich alles hätte tun sollen und was ich tun müsste und so. Das bekommen wir alles mit und trotzdem haben wir das Gefühl, es ist was Echtes daran. Warum wohl? Warum finden wir was Echtes daran am Meditieren? Ist es nur die Ruhe? Ist Ruhe was Echtes? Oder gibt's noch was anderes? Warum meditieren wir? Was finden wir daran wohl richtig? Richtig hat ja mit echt zu tun. Richtig und recht. Es wird ja im Buddhismus heißt immer Samma, Sammaditi, Samma, Sankappa und so weiter. Samma heißt immer der rechte rechte Ansicht, rechte Gesinnung, rechte Rede und so weiter. Geht's immer mit Samma, Recht. Samma heißt Recht. Heißt aber, könnte auch echt heißen. Das echte, echte Ansicht und nicht eine falsche, eine echte. Also das hat mit Echtheit zu tun. Und wenn wir voll Vertrauen da sitzen und merken ja, in meinem Kopf, da laufen die Gedanken weiter. Ich denke an meinen Beruf oder an meine Familie oder Partnerschaft oder was immer da ist. Es läuft weiter. Es hört ja nicht einfach auf. Aber man sieht es echt, was da drin läuft. Da ist Echtheit dabei. Wenn ich mal anschaue und dem mich mal stelle, dass es so ist, auch wenn es unangenehm ist, dann ist es echt. Es muss nicht, das Echte ist nicht immer wunderbar schön und angenehm. Darum geht's auch nicht. Auch ein tiefes Angstgefühl oder ein Ärger oder ein Zorn oder was, der hochkommt. Wenn er echt ist, ist er da und wir sehen ihn. Was ganz anderes, als wenn wir immer so, ach brav und so und kommt zum Atem, spielt alles keine Rolle und weg. Nein, anschauen, dann werden wir echt. Wir wollen anschauen, was sich da abspielt da drin, an Gefühls, Emotionen und was da hochkommt. Da kann alles Mögliche kommen. Und so richtig. Da kann man sogar weinen und heulen mal und so. Ist echt. Wenn man sieht, so Kinder... Wenn Kinder, richtig, die Kinder können lachen. Kleine Kinder lachen nur, wenn sie wirklich Spaß haben und lachen nicht aus, aus was? Nicht aus Höflichkeit. ja. Nicht die darstellen oder sowas. Da denken die meistens dran, die lachen einfach. Aber genauso heulen sie auch und weinen oder schreien oder sind trotzig oder so. Da ist unwahrscheinliche Echtheit. Deswegen ist es so eine Power. Eine richtige Power ist dahinter, wenn Kinder sich so benehmen.
nicht immer angenehm, nein, das kann man sagen. Man dann mit Kindern umgehen muss noch nicht und sie dazu bringen, etwas anderes zu tun. Ist nicht so einfach. Aber trotzdem ist es echt, ne? Und wenn man zu sehr sie einschränkt und beschneidet, dann werden sie auch leicht mal unecht. Dann passen sie auf. Wir spielen ja nun mal alle Rollen im Leben. Müssen wir auch. Und ich wird dann leicht gesagt, so Rollen sind immer unecht. Ich finde es gar nicht. Rollen müssen nicht unecht sein. Wir müssen doch Rollen spielen. Das heißt, wir sind doch jetzt hier als Meditierende. Zu Hause sind wir Vater, Mutter, Kind oder was weiß ich, was wir sind. Und im Beruf sind wir Verkäuferin oder Lehrerin oder was, was wir sonst ist, oder Psychiater oder... Das sind wir dann im Beruf. Aber wir sind doch nicht... Es sind doch lauter Rollen. Warum sollen wir, müssen wir doch spielen? Ist die eine echt die Rolle und die andere ist unecht? Wenn wir zu Hause dann vorm Fernseher sitzen, sind wir dann echt? Oder sind wir im Beruf brav unsere Arbeit machen? Wo ist es echt? Wo ist unecht? Ich nehme an, was wir wirklich in uns spüren können, fühlen können. Was wir, wenn denken, fühlen und das Körperliche zusammenkommen, wenn die drei zusammenkommen, dann ist etwas sehr echt. Denken und dann fühlen die Wahrnehmung von dem, was es ist und wirklich das körperliche Gespür. Zum Beispiel, wenn wir jetzt atmen, wenn wir so die Achtsamkeit auf den Atem lenken, wahrscheinlich habt ihr das alle schon gemacht, ist hier jemand, der noch nie meditiert hat? Aha. Auch noch zwei? Noch? Du hast doch schon, ne? Ja. Ja, dran müsst ihr euch gewöhnen, weil das Auge schielt. Das guckt nach da, aber das hat nichts zu sagen, das kann ich sehen. Ich muss so machen, dass ihr sieht. Das sieht. Mit dem linken sehe ich. Mit dem rechten, das guckt irgendwo da in die Ecke. Also müsst ihr abzählen bis in zwei mindestens, also nach links, dann wird es ungefähr hinkommen. So, also das sind so die Sachen, die man dann im Alter bekommt. Die sind aber auch sehr echt. Die kann ich so gar nicht so leicht ablegen und sagen, nein, also mein Schielauge will ich nicht. Naja, muss ich wohl mit auskommen. Und mein Gehör, ja, das ist ja ein Grund, warum ich immer Schweigekurse mache. Denn ich würde, wenn da hinten jemand was erzählt, kann ich niemals hier vorne verstehen. Geht gar nicht mehr. Also die Ohren sind auch so, dass sie dann immer einen Übersetzer hier vorne haben müssen. Gut, das gibt es ja zum Teil auch, aber wie gesagt, im Schweigen geht alles wunderbar. Wird für mich viel echter, das Ganze. Und ich denke, dass das Vertrauen dazu gehört, ein Vertrauen zum Echten. Und ich sagte eben nochmal, als Beispiel wollte ich gerade anfangen, dass das Meditieren mit dem Atemobjekt, also bei mir, wenn man auf den Atem achtet, er geht ein und aus, also jedes Mal genau beachten, einatmen, ausatmen, kann man auch sagen, ein, aus, damit man besser dran bleibt, man kann zählen, die Atemzüge, eins, ein, eins, aus, zwei, ein, zwei, aus und so weiter. Früher sagte man immer so schön bis zehn. Bis zehn dabei bleiben, das kann ja jeder. Aha. Oh je. Nein, ich sage immer am Anfang, versuch's mal mit drei. Drei Atemzüge zählen. Eins und aus. Drei Atemzüge. Versuch's mal da nicht so viel anderes zu denken. Seid ihr schon prima dabei. Das ist echt. Und wenn man dann wirklich drei Atemzüge, oder sogar mal einen, nur einatmen, ausatmen und nichts anderes denken. Und es spüren, wie es reingeht und rausgeht, diese Luft. Spüren in der Nase oder hier, wie es hebt und sinkt. Dann ist man voll dabei, einen Atemzug, voll dabei sein. Ich weiß es, also ich bin achtsam, ich spüre es und mein Körper sagt es.
Dann haben wir die drei Dinge zusammen und dann wird es echt oder ist echt. Das ist Echtheit. Denn wenn ich spüre und weiß es und der Körper, da gibt es nichts anderes, dann sind wir dran. Und wenn wir das mehr als einen Atemzug können, ist das schon ganz schön. Also diese Echtheit heißt, dass wir mit dem Gefühl, mit unserem Körper, Gefühl und Geist zusammenkommen. Das Zusammenbringen. Und das ist eigentlich hier unsere Arbeit beim Meditieren. Und da muss man auch dazu, zu dem Atemobjekt, muss man Vertrauen haben, dass es richtig ist, dass ich mich auf den Atem eigentlich so verlassen kann. Gerade der Atem ist eben so schön, weil er ein- und ausgeht, dass er sich bewegt. Es ist nicht ein statisches Objekt, es ist ein bewegendes, also dynamisch. Da muss ich immer zwei Sachen spüren, ein und aus. Und nicht die andere, ich kann ja meinen Fuß spüren, das machen wir nämlich auch hier, Füße spüren und Gesäß spüren und was. Das geht auch wieder um das Spüren, wahrnehmen, spüren. Und das ist so, spürt man, aha, so ist es. Und da kommt das Aha, aha, so spüre ich das. Das ist echt, dieses Aha. Da kommen wir anders dran. Ganz kleine Sachen sind das nur. Und trotzdem ist es was Wichtiges. Es ist auch etwas noch eine Sache, die man hier lernt, wenn man hierher kommt, was auch zum Echtsein gehört, ist Genügsamkeit. Wir haben es ja zu Hause viel bequemer. Wir haben mehr Raum, Raum allein, wo man schlafen kann und wohnen kann. Und wir haben eine Küche, wir können uns kochen, was wir wollen und wir können tun, was wir wollen. Ist doch viel bequemer, liegen wir auf dem Couch oder am Boden oder was weiß ich, was wir Lust haben, können wir es machen. Und hier sind wir im Raum, manchmal hier mehrere zusammen, eng, wir wissen kaum, wo wir den Koffer unterbringen und müssen duschen, müssen wir uns teilen und müssen aufpassen um die Zeit und nicht andere. Ist doch alles Beengung. Wir müssen viel genügsamer sein. Und hier so einfach im Raum sitzen, sind wir auch so viele. Und dann heißt es ja, wo müssen überhaupt noch so viele sein? Ja, wenn so viele kommen wollen, sind es eben viele. Und dann sitzen wir auf diesem kleinen Stückchen Matte. Das ist praktisch unser Raum jetzt. Wir machen eine Selbstgenügsamkeit. Wir sind genügsam. Und das haben wir uns selbst auferlegt. Das ist interessant, dass man sich das selbst auferlegt. Es ist ja viel einfacher, in eine nette kleine Pension zu gehen. Kriegt man auch um den Preis. Oh ja, kann man kriegen. Und hat es dann ganz gemütlich da und man geht spazieren, wenn man will. Und alles hier rundherum ist doch so schön. Aber nein, wir sitzen hier im Mehrzimmerbett, sitzen hier auf dem Platz, strengen uns an, meditieren. Ist nicht spazieren gehen, also ist schon was tun, arbeiten an sich. Selbstgenügsamkeit. Aber da fällt all das, was so überflüssig ist, und was man denken, was man haben könnte, fällt all das mal weg. Wir beschränken uns, wir werden ein für sich kleiner. Und genau das ist richtig, genau darum geht es. Sich nicht ausbreiten und noch mehr wollen, kleiner werden. Interessanterweise, wenn man kleiner und enger zusammenkommt, wird man irgendwie echter auf sich selbst zurückgeworfen. Da kann man nicht mehr ausweichen und sagen, ja, du hast ja Schuld, du hast ja den Lärm gemacht oder das oder jenes. Nix. Der macht in uns selber der Lärm oder der Ärger oder was. Da ist kein anderer, den wir beschuldigen können. Und das ist hochinteressant, dass wir das mal kennenlernen, dass wir uns da kennenlernen auf diese Art und Weise. Das ist was ganz Besonderes. Und ich habe das einen ganz netten Spruch von Epikur. Na, wie heißt er nochmal? Der größte Reichtum ist die Selbstgenügsamkeit. Und die größte Frucht der Selbstgenügsamkeit ist, sag ich nicht, selber finden. Was kann es sein? Die größte Frucht der Selbstgenügsamkeit. Die Zufriedenheit. Ja,
Zufriedenheit, sagte jemand. Ja? Und Zufriedenheit, er sagt ein bisschen was anderes noch. Aber es gehört mit Zufriedenheit gehört dazu, unbedingt. Selbstgenügsamkeit muss man erstmal zufrieden sein mit dem Wenigen, was man hat. Weniger als sonst. Klar. Sonst würde man ja wieder weggehen, nicht? Kann ja immer sein. Früher sind wir öfter Leute weggegangen. Ich habe das, glaube ich, nicht so gut überbringen können, wofür das gut ist, dass man so selbstgenügsam sein muss. Ich habe gedacht, das merken Sie selber, aber man war dann doch nicht so einfach, nicht, das selbst zu merken. Ne? Und sind Sie nach 2 Tagen da, alle machen ein langes Gesicht hier und man redet nicht miteinander und das bringt doch erst recht was raus, wenn man Unterhaltung nicht und sich unterhalten kann, austauschen kann und so. Und hier gibt's gar nicht sowas. Auch das ist ein großes Zurücknehmen, Schweigen. Ganz großes Zurücknehmen. Ne? Wenn wir so gerne immer sprechen und reden, uns austauschen und von anderen was aufnehmen. Was macht das Schweigen? Das Schweigen bringt uns wieder auf uns selbst zurück. Wir hören uns selber reden da oben. Keine anderen mehr, aber da oben redet so oft ganz, ganz gewaltig. Und das müssen wir jetzt ertragen. Auch das noch. Wir denken, hier kommen wir zur Ruhe. Ja, also, er sagt, der größte Reichtum ist die Selbstgenügsamkeit und die größte Frucht der Selbstgenügsamkeit ist die Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit. Eine ganz tolle Sache. Kommen wir wieder zur Freiheit. Wie ich am Anfang sagte, wir machen hier etwas, was uns zur Freiheit bringt. Und da gehen wir also zum Echten. Und das Echte, also vieles Unechte ablegen oder auch viel Überflüssiges, könnte man sagen, ist Überflüssiges unecht? Weiß ich gar nicht so genau. Aber es ist nicht notwendig. Es ist nicht das Notwendige. Wir haben ihn hier zurückgeführt auf Notwendiges. Inneres und Notwendiges. Und das bringt uns zum Echten. Das bringt uns hin. Und das reicht jetzt erstmal für heute Abend. Also, diesen Vers nochmal. Wer echt als echt erkennt und unecht echt empfindt, gelangt zum Echten hin, denn er ist recht gesinnt.